Sodom und Gomorra sind zwei berühmte biblische Städte, die laut Bibel von Gott vernichtet wurden für die Sünden ihrer Bewohner, insbesondere für Ausschweifungen, in der späteren biblischen Überlieferung. Sodom und Gomorra die Personifikation des höchsten Grades an Sündhaftigkeit. Die zieht den Zorn Gottes auf sich. Wissenschaftler aus den USA, Kanada und Tschechien haben einen Artikel mit Illustrationen veröffentlicht. Eine Gruppe von 20 verbrachte 15 Jahre in Jordanien anstelle von Tal el-Hammam, etwa 12 Kilometer von nordöstlich des Toten Meeres. An diesem Ort wurden Ruinen gefunden, was von diesen Städten übrig geblieben ist. Wissenschaftler haben Spuren einer gewaltigen Katastrophe gefunden. Was ist im heutigen Jordanien passiert? Vor 3600 Jahren, auf den Grund gegangen Reste massiver 5 Meter dicker Mauern, sowie bis zu einer Schicht ausgeschmolzenem Metall, Kohle, verbrannt Ziegel und Überreste von Menschen und Tieren. Wissenschaftler haben geschmolzenen Quarz gefunden, der sich bildet unter enormem Druck und Temperatur über 1500 Grad. Vielleicht wurden diese Städte von einem Meteoriten zerstört oder eine Art feuriger Strahl, alle Menschen wurden lebendig verbrannt und alle Tiere in diesen Städten, dies ist, was über diese Städte geschrieben steht, und der Herr strömte aus Sodom und Gomorra regnen Schwefel und Feuer vom Herrn vom Himmel und stürzte diese Städte und die ganze Umgebung dies und alle Bewohner dieser Städte und alles Wachstum der Erde. Die Sünden dieser Leute den Himmel erreicht, denn es war in den Städten, das sind alles Perversionen. Homosexualität, Verkehr mit Tieren und so weiter und die Kinder von diesen die Leute wurden auch verführt und wurden wie ihre Eltern. Deshalb hat Gott dort die Gerechten nicht gefunden außer Lot und seiner Familie. Aber die Leute wandten sich nicht von selbst ab. Sodom und Gomorra ruiniert Dämon, er hat fast die gleiche Größe und Stärke wie Satan, hier ist ein Bild von ihm, er ist ungefähr 1 Kilometer Großhöhe. Versuchte es dir zu zeigen in der Figur, was ihn am Ende erwartet. Dieser Dämon nahm Rache an Gott, indem er die Moral zerstörte. Menschen, die bestraft werden, Gott selbst. Der Dämon selbst wandelt heute auf der Erde, oder besser gesagt in Europa. Die Freiheit der Homosexuellen, ihr Marsch ist sein Werk. Ich habe den Dämon persönlich gefragt, warum geben die Leute der Perversion nicht völlige Freiheit, damit es keine Altersgrenzen gibt, ist das Feldhus. Er antwortete, dass er zu dem geht, der hat Macht über Menschen, damit sie die Sünde auflösen, sagt, die Seelen vieler Herrscher und Meister, die Reichen gehören ihm. Sie sind seine Anhänger, die seinem Weg aus eigenem Antrieb folgen. Ich fragte, weißt du, dass du dich einbrennen wirst, Schwefelsee? Der Dämon antwortete mit Ja. Er sagt, böse Menschen helfen ihm, indem sie unterstützen Homosexualität und auch sie werden in Flammen stehen mit ihm. Der Dämon von Sodom und Gomorra sagte, dass er es war, der Marilyn erschuf. Mansona ist ein Satanist, Rocksänger. Ich selbst habe persönlich die Antworten des Dämons Sodom gehört und Gomorra, der die Völker Europas vernichten will. Er sagt, dass er Menschen mit Freundlichkeit angreift und sagt, entsorge deinen Körper wie du willst, das ist Freiheit. Aber es ist eine Lüge, die er freilässt, nur Sünde zerstört das Ebenbild Gottes. Es ist wegen ihm in Europa Elemente und Katastrophen, das Leiden der guten Menschen, der Dämon wird vernichtet und alle, die ihm folgen. Gott zögert, aber bald ist es soweit. Der Link zum Foto des Gemäldes befindet sich in der Beschreibung.